Hallo und herzlich willkommen bei Gekonnt Wirken, die Image Akademie. Ich bin Janine Katharina Pötsch. Als Expertin für Präsenz und Wirkung in Beruf und Wirtschaft möchte ich euch heute ein paar sehr wichtige Tipps mit auf den Weg geben. Passen ja jetzt auch noch zum Frühjahr. Wie kann ich denn eigentlich einen optimalen Kleiderschrankcheck machen, so dass ich mich von Teilen auch loslasse und löse, die nicht mehr zu mir passen? Das Wichtigste dabei ist immer, was ich auch meinen Kunden sage, es muss einmal erstmal komplett alles raus. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber wirklich die Sachen einfach alle mal so aufs Bett oder aufs Sofa halt legen, dass man überhaupt erstmal sieht, was hat man dann überhaupt alles für ein Potenzial im Kleiderschrank. Und da bitte auch alles, was so in Tüten verstaut ist, was in kleinen Schubkästchen verstaut ist. Also wir reden hier nicht von Unterwäsche, Socken und Co. Das nicht, aber dass man wirklich erstmal einen Überblick halt bekommt, was man meistens eigentlich alles zu viel hat. Und dann fangen Sie bitte oder fangt ihr bitte damit an, jedes Teil einmal zu überprüfen und dann drei Haufen zu bilden. Der erste Haufen heißt, es ist okay. Der zweite Haufen ist, Gott, oh Gott, was sind denn das für Erinnerungen? Also alles, was so aus der Jugendzeit, aus alten verflossenen Beziehungen halt kommt, das bitte gleich sofort entsorgen. Oder auch bei Sachen, wo ihr das Gefühl habt, Mensch, da passe ich sowieso nicht mehr rein. Also nicht immer wirklich dieses Aufheben, Mensch, ja, wenn ich das wieder abnehme, dann passe ich da nochmal rein. Nee, das muss auch mit raus. Oder auch wenn ihr halt Sachen seht, die halt grob verschlissen sind, wo man nicht drüber nachgedacht hat. Das ist dann der zweite Haufen, also alles, was komplett zum Loslassen ist, zum Weggeben, zum Wegschmeißen, entweder in einen Kleidercontainer oder so. Dann bei anderen Sachen, wo man denkt, das waren so ganz kleine Fehlkäufe, wo vielleicht meistens ja noch das Einkaufsetikett mit dranhängt oder was man halt vielleicht nie angezogen hat. Das wäre so der dritte Haufen. Beim dritten Haufen kann man dann immer mal überlegen, hat man denn dazu überhaupt ein passendes Ober- oder Unterteil oder passt das auch zu mir als Persönlichkeit? Aber gehen wir mal wieder zurück zum ersten Haufen, also Sachen, die halt noch passen. Da bitte auch mal sofort schauen, ist da vielleicht ein Knopf locker, ist da ein Faden locker, das dann auch das mal wirklich auf die Seite hängen und dann gleich sofort zum Thema, oder ist das irgendwas schmutzig, passiert mir auch ganz oft so von früher, denke ich mal, da lenke ich es wieder rein, habe ich irgendwelche Schmutzflecken vom Make-up oder so noch dran und das dann sofort auf eine Tür hängen zum Thema Schneider oder Reinigung. Und die anderen Sachen vom Stapel 1, da bitte halt, da bilden Sie halt bitte oder bildet ihr halt bitte dann wirklich so eine Häufchen. Also praktisch, dass man die Oberteile wirklich nach den Farben zusammenlegt, nach den, also ich fange mal an unten dunkel, dann lege ich dann immer heller drauf, dann gehe ich einen Stapel mache ich nur für Muster, entweder Blümchen oder Karos oder wie auch immer. Hosen auch wirklich so zusammenlegen, dass man, je nachdem, was man hat, einen Platz im Kleiderschrank hat, das weiß ich jetzt nicht, wie der bei euch oder bei dir aussieht. Dann wirklich auch die Hosen halt dann auf einen Stapel wieder von dunkel nach hell und die Blusen halt auch wirklich hängen. Also dass man Blusen oder Hemden halt, dass man wirklich anfängt, erst einmal das Dunkelste, dann Kurzarm und dann Muster, dann gehe ich in die mittlere Farbe, wieder lang, Kurzarm, Muster und wieder und so weiter. Und dass man wirklich, das Allerwichtigste ist, dass ihr dann erstmal merkt, ah, ich bräuchte vielleicht auch mal ein paar neue Bügel, weil meistens hängen ja die Sachen auf irgendwelchen hässlichen, alten, kaputten Bügeln oder auf diesen Bügeln, was man von der Reinigung bekommt. Ich gebe die immer wieder zurück, schmeiße die weg. Ich bin ja für das Thema Nachhaltigkeit auch, dass ihr da wirklich mal eine Liste schreibt, wie viele schöne Bügel brauche ich. Die gibt es ja beim IKEA oder bei irgendwelchen anderen Marken, dass man da wirklich mal alles schön in einer Farbe hat, dass das wirklich richtig schön aussieht. Und wenn der Kleiderschrank wirklich so massiv überfüllt ist, dass man da gar keinen Überblick mehr hat, dann ist es wirklich echt mal Zeit, dass mindestens ein Drittel rauskommt. Und wenn ihr das nicht alleine machen könnt, dann könnt ihr euch auch meine Hilfe buchen, dass wir das wirklich mal radikal aussortieren. So für Gürtel und solche Geschichten empfehle ich immer, dass man die halt schön zusammenrollt, entweder in so einen schönen Schuhkarton halt reinmacht, unten unter die Sachen halt stellt, oder dass man sich dafür einen Gürtel halt holt, den kann man an die Tür hängen. Sieht manchmal auch nicht so ganz hübsch aus, also ich bevorzuge das auch im Kleiderschrank halt zu haben. Und dass man dann für die ganzen kleinen Accessoire-Teile, so bei uns Frauen zum Beispiel die Handtaschen, die kann man auch immer ganz gut unten hinstellen oder die Hüte. Aber dass man wirklich einmal komplett mal wieder, so wie wir das ja auch beim Frühjahrsputz machen, da wird ja meistens auch in der Regel hoffentlich alles aus dem Schrank genommen und dann entstaubt, entsorgt und dann einfach wieder schaut, was kann man aufhübschen, was kann man noch gebrauchen, was muss man wirklich wegschmeißen. Und dann überlegt ihr mal wirklich von den Teilen, die ihr habt. Das wirklich mal aufschreiben, notieren. Ich habe drei Blusen, ich habe zwei Blusen und mehr brauche ich dann ehrlich gesagt nicht. Außer dieses Teil ist mir zu klein geworden oder es ist kaputt, dann muss ich es erneuern. Und dann weiterhin zu überlegen, wie kann ich es eigentlich kombinieren? Das ist eher die Schwierigkeit. Das kriegt man jetzt in so einem Video
schwierig erklärt, ich mache es nochmal ein neues Video dafür, aber dass ihr wirklich mal schaut, wenn ihr zum Beispiel eine schicke Hose oder einen schicken Rock oder so habt und da fehlt euch ein Bläser, dass ihr mal guckt, habe ich da was dafür oder wenn nicht, und ihr braucht wirklich einen Lieblingsbläser, der euch noch fehlt im Kleiderschrank, mal bestimmte Basics braucht man immer, dass ihr das wirklich so mitnimmt, das hört jetzt, sieht vielleicht ein bisschen peinlich aus, aber es muss euch überhaupt nicht peinlich sein, ich mache es genauso. Wo ich zum Beispiel jetzt diesen Bläser gekauft habe, weil ich habe mir einfach einen neuen hellblauen Bläser gewünscht, der mal meine Augenfarbe auch betont, bin ich auch mit einem weißes Oberteil und einer Jeans in den Laden reingegangen und gesagt, so, ich brauche jetzt genauso einen Bläser. Und weil ich mir den vorher bestellt habe, war der auch wieder da. Also so gehe ich halt immer vor. Aber wenn ihr noch gern mehr Tipps haben wollt, dann schaut doch immer mal wieder in mein Video rein. Also ganz wichtig ist, loslassen ist die Kunst, das Kombinieren und weniger ist mehr. Ich freue mich jedenfalls auf eure Likes, auf ein Teilen des Videos oder wenn ihr auch mein Abonnent werdet. Eure Janine Katharina Pötsch von Gekonnt wirken, die Image Akademie.